Gen Westen, Kapitel Nummer 3. Nun würde ich sagen, unsere Route ist klar. Nach links müssen wir fliegen. Dann werden wir des Dornenbaumens sicher gewahr. Hoch Igniculus, versuche mich einzukriegen. Oh, was ist das denn? Bekenntnis Nummer 1. Aha. Der Zeiten läuft, wahren uns nicht hold. Götter vergessen in Tempeln verblassen. Leer ist der Palast, von uns allen verlassen. Manche Staubknäuel einsam durch die Flure rollt. Unter mattem Rost glänzt des Thrones Gold. Fäulnis konnte das Gemäuer erfassen. Der Geschichte Staub wird liegen gelassen. Wurde liegen gelassen. Er blindet die Fenster ganz ungewollt. Die Entdecker stehen wie Statuen so fahl. Lider geschlossen, Kopf leer wie der Saal. Alle Hoffnung in die Zukunft erstarb. Das Gestern wird krampflos, unrein und matt. Alte Größe, ein und unbeschriebenes Blatt. Ihm droht die Aussicht auf ein finsteres Grab. Was sind diese Bekenntnisse? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist hier oben die Decke. Was soll ich nur machen? Auch meinem Traum folge ich und lache. Oh, ein Ausrufezeichen. Könnte sein, dass das ein Quest ist. Sorry. Verzeiht. Kleine Dame, siehst du lustigen Ballonsgewimmel? Einhörner, die auf Bällen balancieren. Oder Zelte, die zu den Sternen sich strecken. Meint ihr vielleicht zum Himmel? Ich fürchte nicht. Verflixt, ich sitze nun. Hier sitze ich nun, es ist bizarr. Verzeiht die Frage, aber seid ihr ein Narr? Werft einen Blick auf diese Notiz. Meint ihr etwa jenen Brief? Was ist das Gekritzel, das ich dort sehe? Ach geh, das ist Latein, wenn ich's recht verstehe. Rubella, teure Schwester, schwarze Nacht erfasst unser Land. In dunklen Zeiten muss einer erheben seine Hand. Darf sich nicht verstecken in der Wolkenpalast, sondern muss jonglieren mit der Weltenlast. An der Pforte des Todes er strauchelt und fällt, doch tanzend triumphiert er über die Welt. Lachen oder nicht lachen, das ist hier die Frage. Die Antwort ist klar, mein Traum zu leben bin ich geneigt. Folge dem Wanderzirkus in die Ebene, bevor er aufsteigt. Liebe Schwester, sei der Sache gewiss. Ich denke an dich, dein Bruder Tristis. Tristis brach unseren Akt in zwei, wollte eine Karriere als Einzelgänger, ließ Rubella zurück. Mich, Lemurias geistreichste Stimme. Meinte sie nicht eher Sänger? Auch, wie auch immer, wir haben viel zu tun. Und verweilen dürfen wir nicht länger. Würdet ihr mich mitnehmen zu Grun? Meine Taschen sind gepackt. Finden muss ich meinen Bruder. Und retten unsere doppelte Nummer. Akt. Rubella kann auf jeden Fall nicht gut reimen. Wisse dieser Weg, er ist riskant. Mit Kreaturen unbekannt in unserem Land. Ich bin ein geübter Artist. Und komme schon klar mit diesem Quark. Mist. Die Augen von Igniculus, wenn er da den Reim verändert, auch göttlich gewesen. Rubella hat sich der Gruppe angeschlossen. Rubella in Not. Hilf, damit Rubella ihren Bruder aufspürt. Zum Zirkus in der Ebene, die sehr nah uns führt. So, Fertigkeiten. Wir haben keine Fertigkeiten, aber Rubella hat Fertigkeiten. Oh Gott. Das sieht völlig anders aus als unseres. Das sind so drei... Okay, was haben wir hier? Schutz vor Leid. Wiederbelebung. Schutz vor Leid alle. Okay. Heilung. Heilung klingt gut. Das nehmen wir mal. Es gibt noch. So, Heilung. Ach, Heilung hatten wir eh schon. Mist. Krieg ich das wieder weg? Nee. Naja. Was
So, hier starkes Heiltonikum noch. Okay. So. Verschlossen. Warum ist das verschlossen? Das macht mich nicht verdrossen. Ich wollte gerade sagen, das macht mich verdrossen. So, dann schauen wir mal, wo wir hier sind. Hier waren wir schon mal. Was ist das denn? Ist das ein Schrein oder dergleichen? Vielleicht die... Ja, einst als Art eine Zeichen. Dann schnappen wir uns mal den Geist. Zack. Überraschungsschlag. Ach je, jetzt geht's ja los. Okay. Bella ist dran. Handeln. Überrumpelung. Verteidigen. Schutz vor Leid. Heilung. Dann nehmen wir doch mal Überrumpelung. Und überrumpeln wir den hin, weil die anderen beiden machen wir mit Licht fertig, würde ich sagen. Okay. Lichtstrahl. Sternenlicht. Nehmen wir mal den hier unten. Den hier oben müssen wir verlangsamen. Das Gefühl. Wir gehen mal auf Verteidigen hier. Gut, dass wir verteidigt haben. So, jetzt Überrumpelung, den hier hinten wieder. Dann machen wir einmal wieder das Sternenlicht. So, dann sammeln wir mal wieder Mana ein. Das kriegt immer der, der gerade dran ist, oder was? Das ist ja doof. Okay, 3x16 sind 48. Welch ein bombiges Abenteuer. Würde ich nicht das Zirkusgeschäft betreiben, wo eine leuchtende Karriere mich erwartet, würde ich wohl bei euch stehen. Bleiben. Tut mir leid, Kamerad, ich will nichts mehr hören. Ich muss ein Publikum bezirzen. Meinst du vielleicht betören? Okay, hier ist auch nichts. Da steht so ein Knorriger. Den gehen wir mal von hinten an, würde ich sagen, ne? Okay, ein Dreier gespannt, Überraschungsschlag. Okay. Dann gibt es als erstes, wie immer, einmal Mana-Punkte. Danke. Genau, die werden auch gleichmäßig aufgeteilt. Einmal Sternlicht, danke. Das war der falsche. Rumpelung auf ihn. Huch, ein Schaden. Verteidigen. Und auch verteidigen. Ja. Sieht gut aus, verteidigen, muss man mal so sagen. Nee, Mist. Bin ich wieder zurück? Ja. Sternenlicht nochmal auf ihn jetzt. Und die Spinne wird verlangsamt. Ausgewichen, schon wieder. Ist ja gar nicht. Stufenanstieg. Oh, hier.
Magieresistenz. Und auch Rubella ist aufgestiegen. Wenn es auch nur einen Magiepunkt hat. Naja. Verteilen wir mal die Punkte gleich. Fertigkeiten. So, was hatte ich gesagt? Wir wollen hier den Gegenangriff haben. Da gibt es erstmal Magieresistenz. Die wir aber, glaube ich, eigentlich schon zu Genüge hatten. Und was machen wir mit Rubella jetzt? Wiederbelebung. Konterheilung. Schutz vor Leid alle. Machen wir mal das, würde ich sagen. Schutz vor Leid alle. Okay, dann fliegen wir mal hier rüber. Wir grasen natürlich mehr oder minder systematisch alles ab, was es hier so zu sehen gibt. Da fliegt ein Viech. Überraschungsschlag. Nur zwei, okay. Wir machen mal den Hieb. Auf ihn. Verwundbar durch Feuer, okay. Dann gibt es nochmal einmal überrumpeln. Erdresistent und gepanzert. Das ist ein Erdviech also. Alles Erdviecher. Was passiert eigentlich, wenn er sie überholt? Oder sie überholt? Er hebt auf die andere? Ja, wunderschön. Verwundbar durch Feuer. Ah, er darf jetzt auch mal Schaden machen hier. Ja, aber das hier noch nicht alles. Oh, ausgewichen. Sehr schön. Voilà. Oh, was haben wir denn hier? Da ist eine Tür. Okay. Dann gehen wir mal zurück zu der Tür. Gespannt, was da ist. So, ich behaupte mal, ich darf hier nicht gegen diese Rand kommen, ne? Genau. Daran konnte ich mich noch erinnern. Ein bisschen jedenfalls. So. Haben wir einmal. So, dann mal. Vorsichtig. Truhe. Sehr schön. Ein ungeschliffenen Smaragd. Mal ganz schnell ins Inventar gucken. Erdwiderstand. Das gebe ich mal Rubella, das Ding. Damit wir auch, weil die Schaden, die wir ja haben, hatten da, die reinkamen, waren auf jeden Fall Erde. So, jetzt hier noch in die andere Richtung. Oh, ein Lebenspunkt. Oh, was ist das denn Schönes? LP-Sternenstaub. Den werde ich natürlich Aurora geben. So, hier geht's nochmal hoch. Vorsicht. Ah, da gibt's nur. Okay. Okay, wir haben also auf jeden Fall schon mal hier ein bisschen was eingesammelt wieder. Oh, Lebenspunkte und Mana-Punkte. Sauerei. So von da kam. Wir kamen von hier, ne? Da ist das denn. Da war ein Fliegeviech. Den habe ich einfach mal geschickt ausgewichen.